Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Wie ihr aus dem Titel des heutigen Videos schon erkennen könnt, geht es heute um eine Verlosung. Und zwar möchte ich heute einmal Danke sagen bei all meinen treuen Zusehern, die sich regelmäßig hier meine Videos ansehen. Es ist wirklich eine Freude, von euch hier so viel positives Feedback zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, als kleines Dankeschön möchte ich heute 3x10 € verlosen. Ja, und in der Folge werde ich euch dann kurz zeigen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Im Vorfeld jetzt noch ganz kurz vielleicht Grafik von meinem YouTube-Kanal. Ich habe hier die Anzeigenleistung geschaltet. Das heißt, es sind die Aufrufe aus dem letzten Jahr. Ja, und wie man unschwer erkennen kann, vor einem Jahr noch ein ganz, ganz kleiner Fisch im großen Haifischbecken. So hat sich mein YouTube-Kanal binnen dieses Jahres doch ganz schön herausgemausert. Und ich habe in einem Jahr diese unglaubliche Anzahl von über 366.000 Aufrufen erreicht. Etwas, was für mich persönlich vor einem Jahr noch absolut unvorstellbar war. Genauso schön kann man das auch erkennen, wenn man sich die Abonnentenanzahl ansieht. In einem Jahr über 1000 neue Abonnenten. Etwas, was ich mir vor einem Jahr absolut nicht vorstellen konnte. Ja, und dafür bin ich wirklich von Herzen dankbar. Und aus diesem Grund möchte ich mich einfach heute einmal revanchieren. Ja, und euch einmal die Möglichkeit geben, hier bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Wie wird das Ganze ablaufen? Nun, ich habe hier einen Behälter vorbereitet. Einen Behälter mit Filtermaterial. Hier befindet sich mein bewährter Tonnen-Biokörper. Ja, und um das Ganze nicht ganz so leicht zu machen, werden wir jetzt zu dem vorhandenen Filtermaterial noch weiteres hinzugeben. Hier haben wir so Biochips und dann das bekannte Hex. Das Ganze werden wir jetzt ordentlich durchmischen. Ja, und die Aufgabe ist jetzt denkbar einfach für euch. Ihr werdet jetzt einfach schätzen, wie viel Filtermaterialstücke hier in diesem Eimer sich befinden. Und die drei Personen, die am nächsten mit ihrer Schätzung liegen, beim tatsächlichen Inhalt, die besten drei sozusagen, denen werde ich dann jeweils 10 € gutschreiben. Die Gewinner werden dann auch bekannt gegeben und die melden sich dann bitte bei mir. Es wird drei Möglichkeiten geben. Die eine Möglichkeit ist, dass ich euch das Geld via Post zukommen lasse. Die zweite Möglichkeit wäre direkt eine Überweisung auf euer Bankkonto. Ja, und die dritte Möglichkeit, für mich die bequemste, wäre eine Gutschrift auf euer PayPal-Konto. Also, jetzt liegt es an euch, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Ganz einfach mit der Kommentarfunktion eine Schätzung abgeben, wie viele Biokörper sich hier in diesem Kübel befinden. Ich zeige euch das noch einmal, dass ihr ungefähr einen Eindruck bekommt und eine grobe Schätzung abgeben könnt, was sich ungefähr in diesem Behältnis an Biokörper befinden kann. Sollten zwei oder drei dieselbe Schätzung abgeben, ja, dann wird letztendlich das Los entscheiden, ich werde dann einfach einen Gewinner aus den dreien ziehen. Ja, ich denke, das war für heuer vorerst einmal mein letztes Video. Ich denke, heuer wird nicht mehr sehr viel kommen. Ich habe jetzt auch genug zu tun, hier diese Filtermaterialien wieder feinsäuberlich
auseinander zu sortieren. Das werde ich jetzt dann auch machen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass ihr ein paar schöne Tage habt und vor allem, was ganz wichtig ist, bleibt gesund. Was ich noch vergessen habe, die Aktion, sie startet ab sofort und wird mit 15. Jänner 2016 enden. Das heißt, alle Tipps, die bis zum 15. Jänner 2016 abgegeben werden, nehmen an der Verlosung teil. Tipps, die dann erst ab dem 16. Jänner gepostet werden, können an der Verlosung nicht mehr teilnehmen. Wie immer bei solchen Sachen ist natürlich jede Garantie oder Gewährleistung ausgeschlossen. Das ist ganz logisch. Es ist nur eine Idee von mir. Und ja, so hoffe ich, dass ihr wirklich da Glück habt und vielleicht seid ihr auch dabei bei den Einzelnen, die hier die Chance haben, diese 10 Euro zu gewinnen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald, euer Roland O.